Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir My Hero Ultra Rumble. Ein Spiel, wo ich mich auch schon wieder mal lange drauf gefreut habe. Da hatte ich mich für die Close Beta angemeldet und ich hatte Glück, ich habe einen Key bekommen. Ja. Wie das Spiel gleich aufgebaut ist, das seht ihr selber. Ich kenne es auch nur von Trailern ungefähr, dass das eigentlich so gebietsmäßig kämpfen ist. Aber ich freue mich halt einfach drauf. Ich entschuldige mich an dieser Stelle übrigens, dass ich OBS gerade neu starten musste. Ich hatte ein leichtes Problem. Ja, All Might. Danke. Weil ich das Audio auf dem Falschen hatte. Und das nur umstellen kann, indem ich OBS neu starte. So, jetzt wird mir erstmal die Steuerung von All Might erklärt. Mein Lieblingslehrer. Wie bewegen die, das werde ich ja wohl wissen. Das macht man mit A und B, ne? Vor allen Dingen, wo ich auch gerade an der Tastatur springe. Ich spiele, ne? Okay, sprinten war klar. Springen habe ich ja schon rausgefunden, einfach X. Danke, All Might. Danke, dass du mich mit talentiert hältst. Gleich wirst du deine Meinung ändern. So, jetzt muss ich klettern. Einfach gegen die Wand springen. Gegen die Wand springen und X drücken. Klettern wir da hoch. Jawohl. Okay, ducken. Ich finde es einfach schön, wie wir hier im USJ gammeln. Ja, jetzt kommt das Kämpfen endlich an die Reihe. Und erstmal mache ich hier das Dach kaputt. Mackentalente. Ach, einfach meine Techniken, okay. R2 ist die Ärgern. R1 ist einfach ein Tritt. Was war L1 gerade? Ich hab's nicht ganz gesehen. Zielansicht. Oh, jetzt kann ich einen Präzisionsschuss machen. Delaware Smash. Hallo Bakugo. Heute mal bitte nicht streiten, okay? Nee, der schreckt mich an, wenn ich ihn anfasse. Definitiv. Die mögen sich doch nicht. Okay. Dann zeig ich mir mal deine Spezialaktion. Oder auch nicht. Mackenverstärker, okay. Die verstärkt meine Techniken. Von der jeweiligen Farbe. Okay. Ich habe Q, B, also Alpha, Beta, Gamma habe ich zur Verfügung. Wenn ich es richtig sehe. Nehmen. Okay. Rausgefunden. Im Ernst? Black Whip ist hier auch schon drin? Das finde ich cool. Item-Tasche? Ich habe aber nichts. Ach so, ich muss jetzt einsammeln. Ah, und dann kann ich mir hier was aussuchen, weil ich verbessere. Das hier. Wonderful. Danke, All Bike. Die Zeile lobt mich mal. Highlight-Items. Oh, die werde ich brauchen. Ich habe einen Phantomschlag abgekriegt. Hilfe, Leute. Ist das? Okay, das ist leicht erklärt. SP-Trinks, Schildpunkte. Ja, das soll ja so Battle Royale-mäßig sein. Statt einer Schadensreaktion erfolgt eine Schildreaktion. Okay.
Sie bieten mir Sicherheit. Dann will ich diese Sicherheit mal sehen. Oh, ich kann die Wand schrotten. Reicht nicht, All Might. Oh, Suyu. Hallo. Okay. Das nehmen. Aber was meine ich mit einer Suyu-Karte? Ach so, damit stärke ich mich generell. Und nicht mal nur meine Talente. Ist das jetzt ein großer Unterschied zu vorher? 10% waren es. Sehe ich wahrscheinlich eher beim Sprinten, ne? Ja, schon ein bisschen schneller als gerade eben. Ich werde so hart aufs Maul gleich kriegen. So, es gibt 8 Teams, je 3 Mitglieder. Das meine ich mit Battle Royale. Mein Ziel ist es, alle anderen Teams zu besiegen. Es endet erst, wenn ein Team nur noch übrig ist. Mit dem eigenen K.O. kann man noch in den Zuschauermodus gehen. Okay, das hätte ich gerne. Ja, kennt man ja bei Battle Royale Spielen, es gibt eine Gefahrenzone. Wenn man da drin ist, dann kriegt man Schaden. Neben ihm die Rettentaste. Welche Taste war nochmal die Rettentaste? Das kann eben mal nur aufheben. Das habe ich ja gerade eben schon rausgefunden, dass ich Objekte kaputt machen kann. TP-Leiste, das sind meine Lebenspunkte. Und SP ist wahrscheinlich einfach eine zusätzliche Leiste, die ich mir machen kann. So wie bei Fortnite mit den Schilden, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ist die leer, bin ich K.O. Ja, SP wird mir im Voraus gezogen, sage ich ja. Sind wie die Schilde. Man kann hier sowohl die Helden als auch die Schurken spielen. Und ich will auf jeden Fall auch mal die Schurken spielen. Also am liebsten würde ich alles einmal ausprobieren. Aber ich werde nicht so weit kommen. Ich weiß, dass ich Battle Royale meistens verkacke. Ja. Was? Wo will ich hin? Was wäre eine gute Zone für Isoku? Ich richte mich einfach mal nach den anderen. Ach so, ich mache jetzt eine Übungsrunde mit CPU, okay. Good luck. Yeah, let's do this. Ochako, Katsuki, wo seid ihr? Ich brauche euch. Ja. Ah, da. Kann ich euch eigentlich auch aufheben, während ihr gerade rumgammelt? Nee, nur wenn ihr irgendwie am Liegen seid. Okay, wir schaffen das. Einfach mit Taktik rangehen, mit Hirn und mit Glück. Warum können die mich nicht carryen? Ich weiß auch nicht, welche Charaktere es alle hier gibt. Ich weiß, es gibt 12 bisher. Wer weiß, vielleicht spiele ich das auch nach dem richtigen Release noch. Oh, die Gefahrenzone dehnt sich aus. Okay. Ich habe übrigens Voice Chat bei diesem Spiel ausgemacht. Ah, so setze ich eine Markierung. Ich muss ja Sachen kaputt machen, dann kann ich Sachen finden. Aber woran erkenne ich jetzt, was ich kaputt machen kann und was nicht? Kann ich die Wand einfach schrotten? Ah, da kommt eine Reaktion, wenn ich kaputt machen kann. Muss Karten finden. Oh, da ist Karten. Daki, komm hier. Nee, Dabi, Entschuldigung. Ich hab die Schurkenliga gefunden. Hallo? Falsche Richtung. Da liegen ein paar. Oh, die nehme ich. Kann ich eigentlich? Nee. Ich kann nicht die Gegner aufheben. Okay, 5 Teams sind noch übrig. Ich will das doch nur aufheben.
und was ausrüsten. Okay, momentan kann ich nur Tempo. Tschüss! Na, Shigaraki, wie ist es so am Boden? Warum hängt mein Team eigentlich da hinten ab? Da liegt jemand. Ich öffne Kiste, beschützt mich. Oh, Level-Up-Karten. Okay, langsam komme ich ins Spiel rein. Ganz langsam. Oh, Talentkarten für mich. Lebt er noch? Nee, kann nicht sein. Da liegt nur Ochako. Ach stimmt, die am Boden liegen, muss man ja auch vernichten. War ja so bei Battle Royale spielen. Meine Itemtasche. Voll. So, wo liegt der? Wo liegt der? Da. Lass ihn nicht entkommen. Der muss in den Knast. Okay, und jetzt gegen richtige Spieler, das wird überhaupt nicht funktionieren. Boah. Jetzt schon zu überfordert. Na gut, die haben sich auch null gewehrt, ne? Okay, man hat hier tägliche Mission. Kriege ich dann hilfreiche Items? Mit Geduld und Spucke kannst du auch diese knacken. Blas, Alter! So, Geld. 10er-Ticket und ein Ticket-Teil. Es soll auch für verschiedene Konsolen kommen, also jetzt nicht nur, wie ich es gerade habe, für PlayStation. Ich habe mich einfach für mehrere angemeldet, für PC, PlayStation und für Switch. Und ich habe halt für PlayStation bekommen. So, welche Charaktere haben wir denn alles? Wir haben Izuku, wir haben Katsuki, wir haben Ochako. Wir haben den Dodoroki, Tsuyu und All Might. All Might ist ein Verteidiger? Oh, Cementos. Hound Lady. So, Davi, Tomoroa Shigaraki. Wir haben Himiko. Und den Mister Kompress. Ich würde mir gerne mal mit dem hier spielen. Der Hitzestrahl ist ein Distanzangriff, bei dem Feuersalben verschossen werden, die sowohl Gegner als auch Bäume im Brand stoppen können. Okay. Ein Schutzwall. Aus riesigen Eiskristallen erhebt sich aus dem Boden, der Bäume einfrieren lässt. Shoto tritt unzählige Splitter aus Eis aus dem Boden, auf denen er anschließend entlang gleiten kann, lässt Bäume einfrieren. Die macht sich wahrscheinlich einfach nur groß. Ja, vom Prinzip her will ich eigentlich jeden Charakter einmal ausprobieren. Gehen wir einfach der Liste nach. Wir fangen jetzt einmal mit Izuku an und gehen dann jetzt erst die Helden durch und danach gehe ich hier auf die Schurken einmal. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Nee, man kann Kostüme auf jeden Fall freischalten. Careful! Damn! Won't give up!
Boah, so schnell kann ich die Kamera nicht drehen. Ah, mit der Whip ziehe ich die an mich ran. Na, ich habe mich selbst gleich mal die Rotationsgeschwindigkeit von der Kamera ein bisschen umgestellt. Ich werde keinen Treffer landen. Außer mit den Techniken. So, wo wollen die denn hin? Ja, wollen wir da hin? Also mir kann es ja egal sein. Scheint auch relativ allein zu sein, soweit ich das gerade gesehen habe. Himiko Toga, you remembered me, didn't you? Ja, dich erinnert man. Da brauchst du keine Angst haben, Himiko. So, jetzt erstmal Items suchen. Und kein Glück dabei haben. Ah, da ist eine Kiste. Eine Tasche, Entschuldigung. Ah, das war eine Aufwertung für die Tasche. Sowas kann man also auch finden. Ich habe die größere Item-Tasche offenbar schon. Erstmal einfach alles nehmen, was ich finde. Danach kann ich ja gucken. Der schwebt. Erstmal gucken, dass man wirklich viel an Items hat, ne? Aber bisher finde ich kaum was. Da ist eine große Tasche. Drei Teams sind schon draußen. Okay, Aufwertungen. So, jetzt gehe ich mal weiter, weil die Zone bei mir kleiner wird. Da sind nochmal zwei Kisten. So, ich gebe mir auch die Kiste eben kurz. Und dann helfe ich mal meinem Team. Sorry, but this is my victory. Oh. Time for a break. Ich folge einfach mal meinem Team. Das wird schon irgendwo richtig sein. Die carryen das schon. Wir haben All Might auf unserer Seite. Wir können nicht verlieren. Ja, Cementos macht Wände. Macht Sinn. Das ist nicht unserer. Ich laufe den gerade hinterher. Ich muss das Spiel noch lernen.
Ouchen. Ich habe bisher gar keinen K.O. gemacht. Ich will mich da nicht festklammern. Ich will mich heilen. Ach ja, Himiko kann ja hier sich in andere Leute verwandeln. Das habe ich vollkommen vergessen. Und damit liege ich. Ja, ich muss halt erst ins Spiel reinkommen, ne? Die haben jetzt schon den Vorteil, die konnten das schon ein, zwei Tage spielen, ich nicht. Mal gucken, ob die es noch schaffen. Ob er es noch schafft. Also Cementos ist ein Fernkämpfer. Und All Might offenbar auch. Ich glaube an All Might. Refreshing. Try to block this. I'll surpass you. All Might weiß, wie der Hase läuft. Dieser All Might aber auch. Ja, ist keiner da, der ihn belieben kann. So, anpassen. Gucken, was wir hier alles zur Verfügung haben. Hier mit dem Trainingsanzug zur Verfügung. Ich habe aber gesehen, dass die anderen hier noch weit mehr zur Verfügung hatten. Allein bei All Might hier. Irgendwo kann man das ganze Zeug doch kaufen. So, hier im Shop. Interessante Kleidung, die man für die alle kaufen kann. Für Mountain Lady würde ich sogar tatsächlich holen. Hier, das finde ich billig, dass es halt alles nur dieser Trainingsanzug ist. Okay, es gibt auch noch Überraschungsboxen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da kommen offenbar auch Kleidungsstücke raus. Don't worry, I'm... Auch so ein typischer Ohrmarkt-Satz. Der ist so viel kaputt. Blass halt! Ah. Also so kommt man an die ganzen Kostümchen ran. All Might in der ersten Folge. Ein weiteres Kostüm für Mountain Lady,
die ich noch gar nicht bisher genutzt habe. Shoto spielt natürlich in einer anderen Liga. Naja, eigentlich läuft Homura ja normalerweise andersrum. Ah ne, das war nicht die erste Folge, das zweite Kostüm. Entschuldigung, das war, als das USJ angegriffen wurde. So, dann probieren wir als nächstes Katsuki aus. Los, Katschan. Warum bin ich Anführer? Das ist eine schlechte Wahl. Glaubt mir, Leute, es ist eine schlechte Wahl. Macht mich nicht zum Anführer, ihr werdet es bereuen. Muss halt auch gucken, dass ich erstmal auf das alles hier klarkomme. I'll be number one, no matter what. What's that? Ah, yeah, sure, thanks, I guess. Why's a loser like you here? What, dumbass? Okay, das macht gut Schaden. This is it. Take that. Go. Ah, okay, ich kann mich nicht selber damit treffen. Das war auch eine Frage, die in meinem Kopf rumgespukt hat. Okay, ich will mal eine weitere Zone. Die Brandzone ist jetzt nicht so meins. So, dann gucken wir uns als nächstes die Brandzone an. Wenn wir eine Tsuyu dort haben, dann hat sie es schwer. Hier ist nicht, dass einer direkt bei uns gespawnt ist. Boah, ich komme mit diesem Klettern auch teilweise noch nicht klar. Bin auf dem Weg. Ich treffe die nicht. Der Frosch ist zu flink. Komm, Deku. Komm, Drecks, Deku. Ich habe einen gedownt. Sorry, but this is my victory. Dumbass. What, dumbass? Falsche Taste. So, jetzt sollten wir hier doch ein bisschen. Da sind Gegner. Ich lerne das Ziel noch. Da ist ein Ochako. Ich war zu sehr mit der Situation beschäftigt. Ich nehme einfach mal mit. Ooh,
Ist hier noch einer? Yo. Erstmal Karten nutzen. Nachladetempo. Abwehr. Sorry, but this is my victory. Keep it coming. Burn. Burn. Take that. I'll blow you away. Bring it on. Okay, aber Mark kann einfach wegjumpen. That's light overwhelm you. Aiming for you. Burn. Kann ich Schaden eigentlich, wenn ich unter Wasser bin? Letztes Team? Nee, ein gegnerisches Team ist noch übrig. Not a problem. Oh. Boost. Ooh, I found some items. Overwhelm you. Got it. So, wo ist das letzte Team? Das könnte unser erster Victory sein. Und ich habe mal was dazu beigetragen. Alright. Huh? Found some items. So, wo ist der letzte Gegner? Beziehungsweise die letzten Gegner. All Might hat ein bisschen Probleme mit der Wahrnehmung der Welt. Granate mache ich mal höher und davon nehme ich ein. Not a problem. Huh? Ach, wenn ihr euch nicht gönnt. Level up. So. Level up. Da war sogar eine Karte für mich generell drin. Neunes Maximum, ne? Okay, ich habe fast alle Talente auf Maximum geboostet. Hat er sie gefunden? Nee. Irgendwo müssen die sich ja verstecken. Ah, ich kann mich noch mal auf Maximum boosten. Die verstecken sich echt gut gerade. Wahrscheinlich ist das nur ein einziger. Ey, komm, das wäre mein erster Victory. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. So, die nehme ich mit, damit der sie nicht kriegen kann, wer auch immer fehlt. Right.
Irgendwo muss er sich ja versteckt halten. Gefunden! Er ist komplett solo. Wahrscheinlich hat er sich deswegen auch komplett die ganze Zeit versteckt. Warum zieht er nach? Die Bomben sind geil. Ich helfe einfach All Might, meinem Idol. Ich unterschätze die Techniken noch, ne? So, einmal kurz full healen. Sorry, but this is my victory. Yo. Die! Here's my special. Here's my win. Komm, es fehlt nur noch Tsuyu. Turbo. Tsuyu ist halt richtig gut im Klettern. Da ist die uns halt wirklich überlegen. Ja. Also zumindest haben wir sie peripher schon gefunden, ne? Ist halt das letzte Gegnerteam. Got it. Not a problem. What the hell? Die! Touch this! Get wrecked! Your ass! Turbo! Not good. Fight! Oh, hell yeah! It's over! Eat this, loser! I'll throw you away! Turbo! It's over! You're dead! Come! Take that! Ich hab die letzte fertig gemacht! Ich hab sogar den Victory geholt! Der erste Kampf, den ich ehrenhaft gewonnen habe. Bei dem anderen haben die anderen geholfen. Aber hey, er ist der Victory! Gatsuki war's! Mein erster Main. So, wie viel Schaden habe ich überhaupt verursacht? Ich habe 3 K.O.s gemacht. Ich habe irre 4 Items gesammelt. Ja, alles abgelevelt. Höchster Schaden in Phase 5. Okay. Meiste K.O.s in Phase 5. 2 K.O.s errungen. Ich habe die Fähigkeit offenbar sehr oft eingesetzt. Und fast 2000 Schaden gemacht. Höchster Schaden und meiste K.O.s habe ich geschafft irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Also in der Endphase. Habe ich sonst wo irgendwo abgeräumt oder war ich wirklich nur dort? Nee, bei... Ja, Phase 5 war die Endphase. Alles andere war ich dabei. Aber hey, ein Victory ist ein Victory. Im Übrigen, wenn wir gerade eh so bei PS noch sind, ne? Mit ne VR. Also ich spiele ja VR, wenn über PlayStation. Okay, ich habe ein Wurf-Item. Da warte ich ja zum einen gerade, dass Sunny sich auch VR holt. Das holt er aber sich erst nach der jetzigen Gamescom. So, ich kann mich natürlich schweben lassen. Okay.
Das ist wahrscheinlich die beste Technik. Go, go, Gadget. Langarm. Ich weiß nicht mehr, wie die das Ding genannt hat. Das war so am Ende der fünften, so bei der Hälfte ungefähr. Das macht auf jeden Fall sehr guten Schaden. Ich kann damit auch eine Falle machen. Jetzt ist aber die Frage, macht nur das Runterfallen Schaden oder auch wenn es hochkommt? So. Ich würde gerne mal die Regenzone eigentlich sehen. Ich starte da. Mal nicht so direkt neben den anderen, weil dann kriege ich eh keine Karten ab. Bevorzugt muss ich ja Ochoco-Karten jetzt einsammeln, weil sie mich ja boosten. Meine Techniken zumindest. Wir waren relativ alleine bei unserer Zone, ne? Bei ihr ist das Klettern richtig geil. Okay, eine Mount Lady Karte. Oh, da habe ich direkt zwei Sachen bekommen, die ich instant benutzen muss. Hier ist so viel. Okay, eine größere Tasche. Erstmal boosten. Die Dinger brauche ich ja eigentlich gar nicht kaputt machen, ne? Kann man ja auch so raussammeln. Okay, die kämpfen, glaube ich, gerade. Das hier will ich auf jeden Fall boosten. Bin so richtig floaty unterwegs. Sorry, ich kletter hier gerade. Hier oben war einer, der hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht. Ich will einmal rutschen. Oh. Nichts davon sind ja mies. So, wo ist Dubby hingeflüchtet? Hier war ein Dubby. So, jetzt sich dem Team anschließen. Das ist immer die beste Idee. Und da liegen so viele Sachen. Ja, ihr Schwarm hat's auch gesehen. Da war doch einer. Das ist für mich. Also damit kämpfen macht auch Spaß. Aber eventuell wirklich von denen mal weg. Vor allen Dingen, weil die Zone kleiner wird. So, erstmal aus dem Gefahrenbereich.
Der bemerkt mich doch nicht. Not good. I need some help. I'm done for. It's up to you. No way. Hab's versucht. Okay, Ochako ist nichts für mich. Also Shoto müsste doch definitiv hauptsächlich Fernkämpfer sein. Außer er wäre so weit, wie er im Manga ist. R2 ist immer ein Fernkampfangriff. Okay, das ist wahrscheinlich zur Nahkampfabwehr. Jetzt wäre es schön, irgendwo hinzugehen. Ich würde eigentlich lieben gern eher die Einschutz- oder die Erdschutzzone sehen. Okay, wir sind solo. Eigentlich sogar besser, solo zu starten, weil man dann erstmal hier Sachen sammeln kann. Oh, perfekt. Sogar eine Shoto-Karte direkt hier. So, hier rund auf dem Berg sind auf jeden Fall die Kärtchen verteilt. Ich kann die Gegend anzünden. Hey. I'll take it. So, da ist ein Trank zum Hochboosten. Apropos Boosten. Oh, this. That was close. Ich sammle jetzt erstmal. Okay, der hat Gegner gefunden. Geh da auch sofort hin. I'll take it. Aber ein Highlight-Team ist halt nicht verkehrt. Oh, this. Fallschaden? Kein Fallschaden, okay. Gibt's hier unschuldige Zivilisten? Ich weiß nicht, wie weit dieses Feuer geht, ne? Wir sollten hier von der Stelle wirklich weggehen. Da sind Shoto-Karten. Die werden mitgenommen. Hey, level up. Bringt jetzt was, die zu retten? Kriegt man was dafür? Ich rette mal einen Zivilisten. Ah, dafür kriegt man Heilung. Okay, gut zu wissen. Dann sollten wir doch jetzt mal langsam in die Zone gehen, wo
es sicher ist oder nicht. Du bist ein Schurke, du bist ja eigentlich nicht eher so dafür, Leute zu retten, sondern eher sie in den Ruin zu treiben. So, ich gehe jetzt hier in die Zone, wo man lebt. Da ist doch direkt eine Kiste. Okay, ich habe eine Technik auf Level 9 gekriegt. Ich korrigiere, ich habe mehrere Techniken auf 9 gekriegt. Die beiden kämpfen auf jeden Fall. Cremation! Too late! Come at me! An opening! Out of my way! Back off! Inferno! Too late! Come at me! Not bad. Hey! Axe output! This is bad! Give up! No way! Not finished yet! Nothing but ass! Okay, dafür ist es da. An opening! Come at me! My body! I failed. I took out the trash. Mich müsste gleich irgendeiner heilen. I took out the trash. So, hilf mir mal hoch, Shigaraki. Sorry, but this is my victory. That was close. Much better. Hey. So, das heben wir mal eben kurz. I'll take it. Wo zieht er denn hin? Am I done for? Coming through. Push through. I'm almost at my limit. I don't believe it. Komm her! Wir haben noch eine Brüderlichkeit hier zu klären. Alleine gegen 3, das kann nichts werden. Nee. Sag doch, das kann nichts werden alleine. So, bin gespannt. Also, Klettern müsste ja für sie absolut kein Hindernis sein, ne? Okay, ein Rundumschlag. Mehr konnte ich auch nicht sehen. Die Lobbys, ne? Die Erdschutzzone habe ich jetzt gesehen. So, ich will die Techniken von der jetzt noch sehen. Yes, please. Okay. Yeah. So, R1 ist das. Und mit L1 kann ich mich unsichtbar machen, okay. Deswegen ist sie uns gerade eben entkommen, weil Suyu sich unsichtbar bzw. durchsichtig machen kann. Also klar, das sieht man auch irgendwo. Als ob hier nichts ist.
Oder habe ich gerade einfach nur Pech beim Finden? Zumindest was von Himiko gefunden. Aber was für mich ist, das wird glaube ich auch so rot angezeigt. Nee, das zeigt nur die Farbe an. Da hinten sieht man sie hüpfen. Es ist übrigens schön, dass einer von uns offenbar AFK ist. Ich hole jetzt noch die Kiste und dann mache ich mich auf den Weg. Ich habe bisher halt nichts Gutes. Ja, der wird so oder so sterben. Oder auch nicht, weil er jetzt gerade zurückgekommen ist. Midoriya, ich komme. Ja, klettern ist für die gar kein Problem. Oh, hier ist eine gute Kiste. Komm, Dodoroki, hilf mir! Man kann nach einer bestimmten Zeit auch von sich aus aufstehen. Da helfen. Treffer. Gebäude ist kaputt. Perfekt. Ja, ich habe ihn gedownt. Wie wär's, wenn du mir hilfst, Todoroki? Danke, Todoroki! Habe ich nicht tolle Mates? Also, Tsuyu war nix für mich, kann ich jetzt schon sagen. Boah, mit Mount Lady, das muss ja Fun machen, ne? Wenn du alle einfach wegtreten kannst. Okay, davon die Reichweite ist nicht so hoch, wie man auf den ersten Blick denken würde. Ja, das habe ich schon gewusst. So, wo wollt ihr denn hin? Wollen wir in die Bergzone? Dann gehe ich dahin. Ach, Hauptsache, man nimmt sich nicht alles gegenseitig weg. Ich muss auch merken, wenn ich Midoriya-Karten oder hier Shigaraki-Karten finde, dass ich die Ideen gebe. Ja, super, genau im Getümmel. Direkt hier rüber, ey. In dem Getümmel bleibe ich doch nicht freiwillig. Attack! Oh yeah! Yeah! Goodbye!
Hilfe. Das war gut gezielt. Hilfe. Lady dort. Nee, gar keinen Bock. Midoriya, lass erstmal flüchten. Das wird nix. Ich vergesse immer wieder, dass ich diesen Jump habe, ne? Eine Möglichkeit heilen irgendwie. Von hier oben hat man echt guten Überblick. Okay, hier ist noch mal eine von den Karten. Wir sollten zusammenbleiben. Bei Solo haben wir keine Chance. Ach komm, junge Midoriya. Suchen wir einen Ausweg aus dieser misslichen Lage. Okay, hier ist freie Bahn. Er ist halt solo unterwegs, er hat ein Problem. Mein Quirk hat ein Problem. Ja, wir sollten ihn besser finishen. Das könnte ja später noch ein Problem werden. Er ist wahrscheinlich hier nach rechts gelaufen. Junge, die junge Midoriya, bleib hier. Sorry, I take that back. Sofort unterwegs, Midoriya. So, den Wirbelsturm mache ich auf jeden Fall stärker.
Ja, doof, ich habe bisher kaum All-Might-Karten gefunden, ne? Bleib in der Nähe, Jung. Solo haben wir keine Chance. Zu zweit können wir wenigstens noch irgendwas reißen. Sorry, I take that back. Sorry, I take that back. Sorry, I take that back. Take this! Yes! Okay, die Karten könnten geholfen haben. Komm, Ido, ihr bleibt in der Nähe. Wir müssen zusammenbleiben. Und am besten hoffen, dass wir einfach das letzte abstauben. Sonst wird's schwierig. Oh nee. Das lief nicht ganz so gut. Warum habe ich nicht die Möglichkeit, einfach selbstständig wieder rauszugehen, wenn das hier passiert? Na komm, dann testen wir jetzt Mountain Lady, wenn der nicht wechseln will. So, mit Mountain Lady ist man ja auf jeden Fall auffällig, ne? Ich meine, wenn nicht, dann läuft was falsch. Ich habe auch gesehen, wenn die größer ist, die Mount Lady, dann hat sie auch irgendwie so einen Abwehrboost. So, ihre Nebenfähigkeit ist, dass sie sich groß machen kann. Das ist ja auch ihre Spezialität. Oder im Englischen ihr Quirk. Immer diese Okay. Wahrscheinlich hat das einen irre großen Abklingzeit, deswegen sollte man nach Möglichkeit bei ihr wahrscheinlich so Ochako-Karten eventuell sammeln. Wenn man nicht gerade Ochako in eigenem Team hat. Ja, Brandzone, okay. Bin ich mit einverstanden. Dafür sind wir ja im USJ. Na, können doch ruhig ein bisschen aufteilen. Direkt nach unten. So, hier ist eine Todoroki-Karte. Ich hätte gerne Karten für mich. Das da und das will ich boosten. Ja, ich hab ja voll, ne? Ja, mit den Kisten habe ich gerade mega Luck. Zumindest was Aufwertungen angeht.
an High Items? Ja. So, dann boosten wir das und meine Fernkampfangriffe. Boah, ich will ihm schon die Items geben, ne? Ich glaube, die Brandzone haben wir abgehakt, ne? Wir haben hier doch alles aufgesammelt. So, ich gehe zu Ochako. Slumber, das sollte ich mir auffäten, sobald wir einen Gegner treffen. Boah, ich habe so viel an Heilung dabei. Ich wusste ja nicht, ob die noch Heilung gebrauchen kann. Klein Ochako, bleib hier. Lass mich nicht allein. Da ist eine Karte. Ach, eine Himiko-Karte. Ja, toll. Mal gucken, vielleicht habe ich hier ja mehr Glück. Ich habe bisher kaum an Aufwertungen gefunden. Und noch ein Drink. Als ob ich nicht genügend davon hätte, ne? Lady ist eingebettet wie eh und je. Wie easy ich da rausgejumpt bin. Ich bin zu groß, ich passe hier nirgendwo durch. Sind das Mount Lady Karten? Ja. Oh, mal Aufwertungen. Naja, zumindest etwas, ne? Dieses Gebiet ist absolut nichts für mich, weil ich hier an Bewegungsfreiheit Probleme habe. Sie sollten mal langsam weiterziehen. Er ist down. Ach, egal. So, weiterziehen. Take that.
Ah, Uchako kann auch Gegner an Ort und Stelle festhalten. Okay, Mount Lady könnte auch so ein Main von mir werden. Komm, Shigaraki, lass dich doch treffen. Jetzt flieht er wieder hier rein. Und das ist genau die Zone, die für mich absolut useless ist. Ich muss heilen. Danke, das kann ich gerade gut gebrauchen. Irgendwie bin ich gerade gelockt. Danke. Nein. Naja, sind weit gekommen. Ich glaube, bei Shigaraki lohnt sich das hier nicht. Ist das mit diesen über dem Boden schleifen eventuell Greifangriff? Ah, in dieser Zone, die ich mache, kriegen die generell Schaden, die Gegner. Jetzt würde mich halt nur dieser Schleifangriff interessieren. Ah ja, das ist wirklich ein Greifangriff. Wollen wir mal in der Regenzone anfangen? Ja komm, dann fangen wir in der Regenzone an. Da sind wir sogar solo. Das ist viel besser, wenn man irgendwo solo anfängt. Das war eine schlaue Entscheidung, direkt runter zu springen. Es war keine Absicht von mir, irgendwie da runter zu hüpfen. So, wir müssen jetzt Aufwertungen finden, ohne Ende. Die Greiffähigkeit will ich auf jeden Fall boosten, weil ich glaube, die macht Schaden, wenn sie gelevelt ist. Genauso wie diese eine Fähigkeit mit diesem Feld. So, ich habe schon eine volle Tasche. Damals halt die Potions zu slurpen. Würde ich zum einen gerne eine Tasche finden und zum anderen würde ich generell mal Aufwertungskarten finden, weil bisher habe ich kaum was davon gehabt. Na, zumindest eine Tasche schon mal. Level. Ja, nichts Sinnvolles. Hier ist nochmal eine Karte zum Aufwerten. Machen wir das Feld nochmal stärker. Die haben da unten Gegner entdeckt.
Oh. So. Die beiden Fähigkeiten wollte ich boosten. Geselle ich mich jetzt mal zu meinem Team. Jetzt konnte ich mich ja ein bisschen boosten. Ist das eine bessere Tasche? Nee. So, mein Team, ich komme. Stehe jetzt kurz wieder auf dem Präsentierteller. Ja, ich muss gerade hauptsächlich mal Booster finden. Der hat sich gerade Aufwertungen gegönnt. Und nimm die Karte doch. Ich gehe Ochako helfen. Irgendwer hatte eine Karte für mich dabei. Könnt Hilfe gebrauchen, Leute. Danke, Team. Oh Junge, lass mich hier was ausprobieren. Warum zerbricht alles instant? Warum das ganze Zeug instant zerbricht, verstehe ich nicht. So, ich bin als Unterstützer tätig. Das heißt, ich muss so oder so meinem Team hinterher. So, ich will da unten Vent starten. Weil da oben drauf liegt nichts. It is an honor. Let's take it easy. This is. This. Ich habe immer noch Probleme mit Cementos zu verstehen. Aua. Ja, Cementos ist auch nicht so mein Char. Nochmal versucht und das ging komplett in die Hose. Er ist ein Fallensteller. Ich starte mal da ganz oben. Das müsste hier sein. Oh, Mac, fällt sich einfach komplett von uns. You're here too, huh?
Good luck, Dobby. Guck mal, ich habe sogar stylisch da oben gestartet. So, mal gucken. Silence. Hey. Okay, ein Kärtchen gegettet. Mach direkt diesen Kreis höher. Oh, die Schildtränke, die gönne ich mir. Die Karten, die man hat, die können sich auch leveln. Get down. You're such a pain. You're so... No. My pain. Not a good time. I'll roast you. Hell. Be careful. Nothing kills a man. Just a nobody. So weak. Had enough? You're such a pain. So, auch gerettet. Ich habe die Frau jetzt schon zweimal gerettet. Da ist einer gestorben. Versuchen von hinten die zu holen. Watch out. Ach verdammt. Eine Wende kann ich auch für mich nutzen. No guys try. Ich war sogar, glaube ich, der letzte von uns so gesehen. Also ich habe zweimal welche von unserem Team gerettet. Ich bin nicht ich bin stolz auf was ich getan habe zumindest. I was so close to burning them all. Aber ich habe dafür nichts bekommen, da ich die zweimal hochgeheilt habe, mitten im Kampfgeschehen sogar. So, das Mädels-Team. Die Mädels zeigen jetzt, wie das hier läuft. Die zeigen wieder, wo der Frosch die Locken hat. Los geht's! Aber ist es jetzt wirklich so, dass ich dann deren Fähigkeiten dann einfach nutzen kann? Ja, kann ich. Das ist im Endgame wahrscheinlich nützlich. Wenn du siehst, dass der sich schon übelst geboostet hat. Ich gehe auf den Berg. Ihr könnt mich mal. Am Berg kann man halt am besten sammeln. Einziges Problem ist, wenn da alle hinwollen. Auf dem Hauptplatz bist du auf dem Präsentierteller. Da sieht dich halt jeder. So, mal gucken, wie viele hier sind. Ja! Beruhig dich! Wir haben sogar unsere Ruhe. Time for a little girl talk. What on earth? Na los, Mädels, wir schaffen das. Jetzt wird Frauenpower hier gezeigt. Oh. Oh. I feel better.
Ich wollte den gerade sogar Tränke abgeben, ne? So, hier auf der Mitte die Kiste gönne ich mir. Wenn die schon kein anderer von denen holt. Ja, das will ich boosten und das. Wenn die schon meinen, direkt in den Krieg zu ziehen. Ich will erst Aufwertungen holen. Ich will halt nicht immer als erster direkt draußen sein. Okay, einer von uns ist auffällig. Zumindest versucht. Warte, feuersicherheitshalber gucken, was der überhaupt kann. Okay. Er kann Geschosse zurückwerfen. Und ich kann meine Kameraden so gesehen heilen. Aber ich zwing den halt auch auf. Ey, du bist jetzt in der Kapsel. Du kannst erstmal zugucken. Also, nochmal mein Fazit. Bisher finde ich das Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Ah, das ist ein Kraftwerk, was ich vor mir halte. Und ich kann so einen Verschwindibus-Trick machen. So, ich will jetzt mal ausprobieren, einen von denen einzusacken. Hab dich. Ist nützlich, wenn man seine Kameraden heilen will. So, hab dich. Ah, die können sich aber auch befreien, wenn sie das nicht wollen. Komm her, mein Item. Okay, Mr. Kompress ist lustig. Vor allen Dingen seine Geschosse bemerkst du erstmal eigentlich gar nicht. Weil die so ganz klein erst kommen und dann auf einmal riesig werden. Aber jetzt die Frage, macht nur die Kugel oder auch das Item Schaden? Ich kann nur meine Kameraden in die Tüte packen. Wenn mich einer beschießt, muss ich unbedingt das hier nutzen. Weil ich dann einen Reflektor nutze. Muss ich merken, wenn er fast tot ist, einer ihn ganz schnell einsacken und irgendwo hin. So, ich finde nach wie vor die Bergzone am besten. Ich sollte definitiv nicht solo starten, weil ich ja eigentlich eher ein Unterstützer bin. Ah, okay. Nur Mount Lady ist bei mir. Eine. Let's go, Shigaraki. Fine. So,
So, die gönne ich mal direkt. Why you? Well, well. So, da ist die Mount Lady. It's dangerous here. Watch your step. Die war doch gerade eben noch hier. Na gut, da. Pay attention. Punchline. Aua. Alter, kann man sich damit weit schleudern. Ja, ich hab sie gedownt. Diesmal wurde ich von meinen Mates auch gerettet. So scary. I'm beat. So scary. Wenn die nicht gekommen wäre, ich gestorben. Okay, das zu boosten hat sich gelohnt. Kletter mal hier hoch. Mal gucken, was hier drin abgeht. Ich heile ihn mal eben. Die Fernkampfangriffe sind teilweise merkwürdig. Ich will mich ja eigentlich eher im Hintergrund halten, ne? So, haben wir sonst noch irgendwo was Nützliches? Ach komm, warte. Escape Act. I'm in your hands. Escape Act. I'm in your hands. Wollte ich nur ein bisschen hochheilen. Yes, good. Much better. Soll ich dich jetzt heilen oder nicht? I'm in
your hands. So. Jetzt habe ich ihn voll geheilt. Ihn hat das wahrscheinlich genervt, wie ich ihn eingesammelt habe. Aber hey, es ist eine Heilung für ihn. Not that easy. Yes. Why you? Und die da packe ich rein. Level up. Und hauptsächlich sollte ich meinen Angriff und das andere verbessern. Well, well. Und zusätzlich sollte ich natürlich in der Nähe meiner Verbündeten bleiben, weil ich bin ja eher ein Unterstützer. Yes, good. Much better. Mal gucken, vielleicht sind hier ja noch ein paar Items. Look, I found an item. Just look, I found... look, just look. Found an item. So scared. Ah, thanks for saving. Ihr seht ein paar Karten. Well, well. Zum Angriff erhöhen. Vier Teams sind's noch, ne? Und 8 davon sind noch im Leben. Insgesamt. No response. Oh, oh my goodness! Oh, I found some items! Level up! Thanks for saving. Die sind aber nett. Level up. Try to blow this. Shall we begin? Oh, ich werfe mit Autos. With a flourish. Ready for a trick? Ich halte mich bereit, dass ich mich noch mal ein bisschen boosten kann. Well, well. You serious? Look, I found an item. Well, well. Can you counter? Bow out. How about you? Okay, das hat prima funktioniert. Level up. I'm getting stronger. Can you come? Sorry, but this is my victory. Is that your best? Was this your car? Bow out. Da ist der Kriech. Cool. Muss mich heilen. Sorry, but this is my victory. Can you counter? Bow out. How unpleasant. Well, ah, endlich habe ich Heil-Items bei mir. Was this your car? Why you? Can you counter? Exhilarating. How unbalanced. Yep.
and something of worth over here. So, ich hatte noch ein paar Items gefunden. Hey. Was this your car? Ja, da steht's gut. Alter, die Geschosse von dem Kompress sind ja irre geil. Ich bin bereit, für meine Kameraden zu blocken. Ja, wir haben auch noch mit Mr. Kompress noch gewonnen. Ey, das ist doch ein guter Abschluss. Das will ich nicht kaputt machen mit irgendeiner weiteren Runde. Wir haben die letzte Runde gewonnen, ohne dass einer von uns draufgegangen ist. Das war sogar ein Team, das war wirklich auf Teamplay mal aus. All the world's a stage, and it's mine. So. Habe ich in irgendwas einen Spitzenreißer? Weil ich, in Phase 2 und 6 habe ich die meisten K.O.s. Ja, in der Endphase habe ich den einzigen K.O. gemacht. In der zweiten habe ich irgendwie die meisten K.O.s gekriegt. Und unser Kollege hat hier die meisten Itemhilfen gemacht. In der vierten Phase war unser All Might einfach King. Auch in der fünften und in der sechsten habe ich, glaube ich, einfach nur abgesahnt. Aber hey, das ist doch eine gute Abschlussrunde, finde ich. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Bei YouTube werde ich das irre krass wahrscheinlich zusammenschneiden. Da werde ich nur so Runden drin lassen, die einigermaßen gut waren. Ich würde jetzt nicht nur die Gewinnerrunden drin lassen. Ich würde auch ein paar Verliererrunden natürlich drin lassen. Am besten fand ich halt wirklich Bakugo und Mount Lady. Mount Lady, wenn ich die ein bisschen trainiere, könnte die tatsächlich bei mir Main werden. Aber hängt davon ab, wie gesagt, ob das Spiel was kostet, wenn es rauskommt. Ja. Und das war dann jetzt auch alles. Wenn es rauskommt, spiele ich es mit Kollegen, ansonsten gar nicht. Ich verabschiede mich jetzt wirklich an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch ein Twitch-Follow dalassen. Oder Abo, falls ihr das Geld da investieren wollt. Ich zwinge euch nicht, es ist eure Entscheidung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!